Hey ho, wir sind jetzt also zurück auf Route 2 bei dem Haus, an der Stelle, wo wir im letzten Part die geheime Technik Lichtfluter, hieß es so? Die VM Blitz bekommen haben, Punkt. Ja, und dann wurden wir zurückgelotst nach Azuria City, obwohl ich das nicht wollte. Alles gegen meinen Willen, man muss auch mal Nein sagen können. Es hieß, ich zeigte, wo man das zeigen kann. Ich dachte mir, zum Felstunnel direkt bringt er ihn ja nicht hin. Nee, aber tja. Ich wollte hier noch zeigen, was abgeht. Und ich habe ein paar Ziele. Also heute wird ein Fangpart. Wir fangen heute Pokémon. Ich habe ja auch schon verraten, warum das so ist heute. WP ist eine Abkürzung und steht für Wettkampfpunkte. Wettkampfpunkte! Genau! WTF. Weißt du, wenn die Kinder die Füße nicht annähernd auf den Boden kriegen. Leute, die geheime Techniken benutzen können, finde ich einfach total cool. Kannst du das auch? Nein, ich bin nicht cool. Lass mich in Ruhe. Sonst habe ich noch einen Stalker hier. Und da hätten wir einen Blattstein. Oh! Du, Flor. Hey! Ich habe einen Blattstein gefunden, du, Flor. Wie findest du das? Boah, da müsste ich mich mal schlau machen. Ich habe mich ja schon in Bezug auf Nidorino schlau gemacht, dass wir den noch nicht zu Nidoking entwickeln sollten. Mit dem Mondstein, den wir heute finden werden. Aber, oh Gott, ey, wie soll ich das denn anstellen? Ja gut, ich mache mich bei Zeit schlau, ob wir, oder bis wann es dauern sollte. Ja, bis wir Duflo zu Gifflo entwickeln, mit Hilfe des Blattsteins. Normalerweise, erste Gen, rot, blau, gelb, findet man den erst in Prismania City zum Kaufen. Aber, ja, andere Zeiten, wa? Jetzt geht das schon hier. So, und ich fange gerade ein Hornliu. Ich erwähne es gerne nochmal. Eine der kommenden Arenen verlangt, dass wir im Pokédex mindestens 50 Pokémon haben müssen. Und deswegen dachte ich mir, verbinde ich das mit dieser Route und machen mal ganz kurz fettes Looten im Vertania-Wald. Von Liu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras sowie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Und dann steuere ich einfach mal schnurstracks zu dem Blattstein, Mondstein, den ich im Sinn habe. Im Voraus für meine Pokémon. Ist doch ganz klar, ist doch ganz schön, oder? Soweit. Was ich aber auch gerne hätte, warum ich Hornliu ins Team genommen habe, also gefangen habe. Ich nehme ihn jetzt auch ins Team, sensationellerweise. Wenn wir den dabei haben, wird er ziemlich schnell... Ja, Dicta ist gerade die Nummer 6. Gelevelt. Und das wird später einfach nur, ja, easy peasy, Kukuna und Bivo im Pokédex zu bekommen. Die zählen ja ebenso. Dasselbe hätte ich gerne mit Raupi. Aber in dieser Edition sind es vor allen Dingen Hornlius, nicht wahr? Bam, 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 bam. Hatten Rot und Blau ja auch schon an sich. In Rot hast du fast nur Hornliu gefunden und selten ein Raupi. Jetzt habe ich eins gehört, aber ich sehe keins. Ich sehe Myrabla und Safkon. Ich sehe Hornliu, das Raupi, glaube ich. So schwierig hinzukommen. Ja, und die beiden nehme ich mit. Das macht dann unterm Strich schon 6 Pokémon, wenn du so willst. Wusste ich nicht. Aber man muss auch wirklich sagen, das könnt ihr auch zugeben, Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli verleiten einen doch ein bisschen mehr dazu, die Pokémon wieder zu fangen. Das sind nicht mehr so viele und es klappt halt irgendwie großartig. Leute können sagen, was sie wollen. Ich bin mir fast sicher, dass das so beibehalten wird in kommenden Pokémon-Hauptspielen. Naja, das Pokémon... Wie sage ich das? Auf der Landkarte, auf der Map angezeigt werden und nicht mehr random spawnen. Dass einfach der Bildschirm schwarz wird und ein Pokémon taucht auf. Ich denke, das ist jetzt Vergangenheit.
berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Und ganz im Ernst, auch wenn es viele nicht hören wollen, ich denke auch, das ist die Nummer 2, ich denke auch, dass das Fangen der Pokémon in Zukunft weiterhin so ablaufen wird, wie hier. Das wird einigen gegen den Strich gehen. Aber ich finde es sinnvoll. Also ist es für mich okay. Bei wilde Pokémon, du willst sie ja eh nur fangen. Du willst sie ja eigentlich gar nicht besiegen. Dass es immer per schwingender V-Mode stattfinden muss, das ist jetzt eine andere Diskussion. Bisasam. Das sage ich doch nicht nein. Für den guten Pokédex. Ja. Suboptimal. Reicht's für ihn? Prima, Ballerina. Mhm. So, und jetzt ab in den Mondberg. Hornliu und Raupi entwickeln sich beide auf Level 7 und dann 10. Ich werde die auch nacheinander leveln. Das passt schon. Keine Bange. Es kommt tagelang ohne Nahrung aus, da es in den Samen auf seinem Rücken Nährstoffe speichert. Jaja, das finde ich cool, weil Bisasam ist relativ selten. Relativ, habe ich gesagt. Aber ist auch ein Starter, deswegen ist es, denke ich mal, in Ordnung. Ebenso wie Glumanda. Und Shigi. Ich habe noch keine Ahnung, wo man Shigi überhaupt wild findet. Spätestens auf den Seeschauminseln? Kann das sein? Wäre das ein schönes Zuhause für unseren Shigi-Master? Habitak habe ich, glaube ich, schon auf dem Konto. Was gibt's hier noch Feines? Früher war Pummeluff hier am Start. Aber ansonsten eine eher uninteressante Route zum Pokémon-Fangen. Du, Flo, komm. Wir müssen weiter. Wir essen zeitig. Und ja, der Mondstein ist nicht mehr da, wo er mal war. Das hat mich gestört, definitiv. Aber ihr habt mir den neuen Fundort verklickert. Was denn jetzt passiert? Gut, Paras, dann komm mit uns. Nicht übel, sprach der Dübel. Passt wackelt unter Luft. Das Pflanze-Käfer-Pokémon. Klingt für mich wie ein Widerspruch, ne? Weil Käfer fressen die Pflanzen auf. Das ist so meine Eselsbrücke, warum Pflanzen eine Schwäche für Käfer-Pokémon haben. Weil ich mir immer so ein Raupi vorstelle, das ein Blatt ist. Es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln Nährstoffe zu entziehen. Den Großteil davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinem Rücken. Immer diese Nährstoffe. Gut, Kleinstein, Zubat. Kommt auch noch her. Also das heute ist wirklich nur ein Roll-Up-Part. Upsa. Um nochmal ein bisschen zu refreshen, ein bisschen aufzuholen, weil am Ende halt was verlangt ist. Aber nur das. Wir werden danach immer noch keine 50 Pokémon zusammen haben, keine Frage. Aber ich habe ja noch Zeit bis zur besagten Arena. Ich weiß auch, welch das ist. Deswegen alles cool. Und dann machen wir gleich weiter auf dem Weg zum Felstunnel, nicht wahr? Da haben wir auch schon den Großteil der Route gemacht. Da war keine Bange. Das hatte ich damals direkt zwischen Matsurika und Major Bob schon mal angepeilt. Einige Trainer in die Pfanne gehauen. Es hält sich gern in der Nähe von Gebirgspfaden auf. Tritt man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Entschuldigt meine Pokédex-Stimme. Das ist vielleicht ein wenig kindisch, aber so handhabe ich das nun mal. So, ihr habt gesagt, in einem Krater. Also, ich weiß, wo die früher waren. Zumindest einer ist da definitiv nicht mehr vorhanden. Da steht ja ein Rocket drin. Der hier? Ah, Fakt. Und da haben wir den Mondstein, mit dem sich Nidorino zu Nidoking entwickelt. Aber auf Level 39 lernt Nidorino Gifthieb, was eine Stärke von 80 hat, bei einer 100er Genauigkeit.
physisch. Und ich will physisch. Deswegen, die Attacke, die muss schon sein. Quasi als ultimative Giftattacke für uns. Jetzt gucke ich mal, ob sich uns noch was in den Weg stellt. Ich könnte mal ganz kurz im Pokédex nachschlagen, was uns fehlt. Ich weiß nicht, Zubat habe ich doch bestimmt schon. Ne? Wie käme es, wenn man keinen Zubat hätte? Doch, tatsächlich. Zubat habe ich. Das sind die Gesehenen, ne? Okay. 31. Lustig, wie ich Mew habe. Aber so ist das. Ich glaube, so ein Pipi wird mir noch ganz gut stehen. Ansonsten marschiere ich jetzt einfach mal durch. Ich könnte auch ein Fluchtseil benutzen, aber... Es geht ja. Es ist ja um einiges angenehmer, wenn du so willst. Oh, shit. Wenn einem nicht die ganze Zeit wilde Pokémon auf den Keks gehen. Gut, du musst denen vielleicht ausweichen, aber ich finde das viel besser. Als wie wenn du random einfach nichts dafür kannst. Ja, wenn die direkt vor einem spawnen, aber es ist trotzdem immer noch besser. Vielleicht kommt das nächste Argument. Das nächste Gegenargument. Dass solche Höhlen voll mit Zubat sind, das ist ja auch legit. So, Duflo kommt nicht mehr wirklich hinterher. Es sind noch viel zu viele Paras hier. Waren sie früher nicht. Und das macht die ganze Sache auch viel lebendiger, finde ich. Meint ihr nicht auch? Tja, es ist einfach nur schlau gewesen von der Pokémon Company, von Game Freak. Wisst ihr, der Sprung von 3DS auf Switch, der ist schon ziemlich groß. Und hätten die das Ziel gehabt, zum Weihnachtsgeschäft 2018 die 8. Pokémon-Generation einzuläuten, mit 9 Editionen auf der Nintendo Switch. Was die nicht alles machen mussten. Jetzt mit dieser Let's Go Pikachu und Evoli Edition. Jetzt kann ich mir weiter oben umschauen, by the way. Mit diesen Editionen ist halt schon mal das Gerüst an Technik aufgebaut. Wisst ihr, wie ich meine? Und ein paar Ideen, wie eben das mit dem wilden Pokémon und mit dem Fang. Deswegen denke ich, dass das wird so... Das ist schon der Stand der 8. Generation, wenn du so willst. Also ich persönlich, ich für meinen Teil, kann nicht behaupten, dass Let's Go Pikachu Evoli zur 7. Generation zählt. Anderes System, viele Änderungen... Nur eine neue Generation braucht noch viel mehr als den grafischen und technischen Aufbau. Eine komplette Story, viele neue Pokémon, eine neue Region mit Ideen und einem Storyverlauf, Gameplay und. Und das wäre niemals so schnell vonstatten gegangen. Aber wenn sie hingehen und sagen, Kanto Remake für die Switch, ist das nicht nur schlau? Vom Marketing her und auch noch Pikachu fett draufklatschen, so wie das süße Evoli. Ja. Wir verstehen uns, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist schon, also die Verkaufszahlen, wir brauchen uns gar nicht drüber unterhalten, ihr wisst das bestimmt. Und alles weitere wird die Zukunft zeigen. Manche behaupten ja, boah, wie gut werden sich dann erst die neuen Spiele verkaufen. Ey, Pokémon richten sich immer an Casuals. Also nicht immer. Richten sich auch an Casuals. Die Nintendo-Veteranen, die auch jedes Mario und Zelda kaufen, ja. Die wissen auch, was sie mit Pokémon haben. Kurzen Moment. Okay, ich bin zurück. Ich werde den Felstunnel nehmen, um nach Lavandia zu gelangen. Mach das, Buddy. Mach das. Nein, was ich sagen wollte, wir Hardcore-Nintendo-Fans, wir wissen ja eh Bescheid. Aber glaubt ihr, wie viele Casual-Gamer? Die typische Wii-Käuferschaft hat auch bei der Switch wieder gut zugeschlagen. Das sind die Leute, die Just Dance kaufen und sowas. Ja, das sind Casuals. Gut, es hat sich gebessert, aber Pokémon, ne, wenn die im Mediamarkt gucken, so oft sehe ich irgendwelche Leute, die tummeln sich neuerdings vor dem Nintendo Switch-Regal und blockieren immer alles. Ja, und gucken sich stundenlang an, was es für Spiele überhaupt gibt. Und wenn da so Cover sind, mit einem fetten Pikachu drauf und mit einem fetten Evoli. Das ist genau das, was die wollen. So, und was Lutexo nicht will, ist, ja, das will keiner von denen. Ganz im Ernst, das hält ja keiner wirklich aus. Moment, Gift, Gift?
Psycho? Psycho-Boden? Nee. Psycho doch keine Bodenschwäche. Gerade überlegt. Aber generell fällt mir dadurch auf, dass wir echt eine Bodenschwäche haben, wenn ich das so betrachte. Muss ich im Auge behalten. Hier, Psystrahl! Schön, das ist der typische Psystrahl-Sound auch noch so unterimplementiert dabei war. Finde ich gut. Also ihr wisst, was ich meine. Und wenn dann irgendwie kommt, weiß nicht, Pokémon 0 und 1 war mal so ein Beef. Ja, oder Pokémon Himmel und Hölle. Ich weiß auch nicht, was die nächste Edition sein werden. A und B. Ja. Was auch immer das sein würde. Heißt das nicht sofort, dass sich das besser verkauft als Let's Go Pikachu und Evoli? Weil die Pokémon, die richtigen Hardcore-Nintendo-Fans, ich spreche damit explizit euch an. Weil ich denke, ich habe nicht besonders viele Casual-Zuschauer. Sondern ihr seid vor allen Dingen, ihr kennt euch aus. Wisst ihr? Warte mal, wer hatte Kampf? Oder das Doppelkick? You know what I mean. Ja? Wird man beobachten. Und generell muss man auch immer sagen, dass, naja, Spiele, je früher die in einem Konsolenzyklus, in der Lebenszeit einer Konsole veröffentlicht wurden, desto besser verkaufen die sich am Ende. Spiele am Ende eines Konsolenzyklus verkaufen sich schon immer viel schlechter. Und das ist manchmal bitter, ja. Das ist jetzt bei Wii und so nicht mehr so der Fall gewesen, aber früher bei Super Nintendo, N64, GameCube, kaum war die Nachfolgekonsole raus, waren die Spiele nicht mehr vorhanden im Regal. Oder höchstens noch einen Monat auf dem Wühltisch und dann waren sie weg. Die Wii war so erfolgreich, die hat lang gelebt. Hier, Hornlius Entwicklung. Wisst ihr, wie ich meine? Werden viele bestätigen können. Und deswegen, zum Beispiel, was ist spät erschienen? Also richtig hart spät. Warum fällt mir jetzt kein Beispiel ein? Okay, pass auf. Donkey Kong Country 1, 2 und 3 auf dem Super Nintendo. Teil 1 verkauft sich mit Abstand am besten. Und warum? Weil Teil 2 einfach viel später erst in die Regale kam und Teil 3 noch später. Sowas zum Beispiel. Harvest Moon, Terranigma, kaum einer gekauft. Warum? Es ist erst sehr spät erschienen. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seine Gegner vergiftet. Natürlich. Oder was verkauft sich? Zum Beispiel Zelda Twilight Princess. Zelda, nehmen wir mal das Beispiel Zelda. Auf der Wii hat sich Twilight Princess megamäßig verkauft. Warum? Die ganze Zeit in der erfolgreichen Wii-Ära, wann auch immer man ans Regal gegangen ist, für die Wii-Spiele. Immer fand man Zelda Twilight Princess vor und es lag da zum Mitnehmen. Hey, wer bist du? Ja, du, der da so ziellos mit vielversprechenden Pokémon rumspaziert. Und zum Vergleich, Zelda Skyward Sword ist erst viel später, 5 Jahre später erschienen und lag dann in Anführungsstrichen nur noch 1 Jahr rum. Gut, wie gesagt, Wii-Spiele liegen bis heute rum überall. Es liegt aber auch daran, dass die Wii halt einen außergewöhnlichen Erfolg hat. Ja, N64, Paper Mario. N64 ist ein super Beispiel. Diese Spiele, die so spät erschienen sind. Ich kann nichts machen mit Schaufler, ne? Die Spiele, es wird hier wahrscheinlich aus den Latschen hauen, oder? Ja, Super Clotexo. Die super spät erschienen sind für N64, ne? Nehmen wir Kirby 64 oder Paper Mario. Mario Party 3, Conker's Bad Fur Day. Die kosten heutzutage original alle wirklich mindestens 150 Euro. Gerade Conker ist ja sehr selten. Das sind alles seltene Spiele. Warum? Die sind ja spät erschienen für eine Konsole, die jetzt nicht für das Nonplus Ultra stand. Für mich schon. Na, ihr wisst, ich mag das N64. Was haben wir auf dem GameCube? Oh, gut. Was erschien da 2005, 2006? 2005 erschien Resident Evil 4. Und ich glaube, das hat sich auch bei Pokémon abgezeichnet. Zum Beispiel haben sich Pokémon Diamant, Perl und
Okay, vor allen Dingen Diamant und Perl waren ja die frühesten DS-Spiele von Pokémon. Und ich sag mal, Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 sind jetzt nicht unbedingt schlechter, haben sich aber viel schlechter verkauft. Gut, auch die sind jetzt natürlich DS. Auch DS-Spiele liegen bis heute irgendwo rum. Wobei, das hat sich echt... Moment, die DS? Schon ziemlich gut verschwunden aus den Regalen, findet ihr nicht auch? Radikal! Gehen wir weiter. Naja, auch Switch-Spiele werden in den nächsten 10 Jahren nicht aus den Regalen verschwinden, bin ich der Meinung. Hohoho, ein aufgeweckter Bursche. Wollen wir ein Kämpfchen wagen? Und wisst ihr, was immer da liegen wird? Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Evoli. Mit diesen Covern, die voll ins Auge fallen. Wo ihr immer genau wisst, was das für Spiele sind. Und so viele sich aufhalten werden und sagen werden, das ist Pikachu. Kleine Kinder, oder, oh, ist der süß, der Evoli, ne? Punkt. Und ich zweifelsohne sind Let's Go Pikachu und Evoli hervorragende Einsteiger-Pokémon-Games. So mancher Veteran wird motzen und meckern. Aber für Einsteiger ist es superb. Die beschäftigen sich noch nicht mehr... Oh, natürlich habe ich Pech gehabt. Mit DVs und Wesen und... Vor allen Dingen kann man den Pokémon keine Items geben. Das vergesse ich immer zu erwähnen an der Stelle. Items für die Pokémon. Großer Punkt. Streng dich an, Duflor. Dieser Sabberfaden. So, wie viele Trainer werden es wohl noch sein auf dem Weg zum Pokémon Center? Ein paar, wie ich schätze und denke. Duflo. Oi, oi, oi. Duflo. Das war mein Wort zum Sonntag an der Stelle. Lass uns beide alles geben, okay? Auch ein Grund, warum man immer gerne Spiele am Ende des Konsolenzyklus einfach nochmal für die nächste Konsolengeneration rausbringt. Ich sag mal, Zelda Twilight Princess. Zelda Breath of the Wild. Für Wii U entwickelt. Baut auf Wii U auf. Aber ganz im Ernst, es wäre auf der Wii U verschossenes Pulver gewesen. Gut, weil man die treuen Wii U-Leute nicht enttäuschen wollte, hat man es einfach für beide Konsolen rausgebracht. Wie halt Twilight Princess. Aber ich glaube, Super Paper Mario zum Beispiel. Ne? Es gab auf dem GameCube Paper Mario die Legende vom Ionentor. Und im Anschluss, Super Paper Mario sollte auch noch für den GameCube erscheinen. Aber dann haben sie sich gesagt so, nee, dann bring's doch lieber für die neue Konsole raus. True Story, Leute. Sollte noch ganz spät erscheinen. Ah, auch ein gutes Beispiel, Kirby auf dem Super Nintendo. Hier, Kirby's Dream Land 3 hat es ja nie nach Europa geschafft. Lassen wir mal außen vor. Es gibt... Was ist das beste Kirby-Super Nintendo-Spiel? Zweifelsohne Kirby's Fun Pack. Also Kirby's... wie heißt es doch gleich im Originalen, im Internationalen? Kirby Superstar heißt es offiziell. International. Im Europäischen heißt es Kirby's Fun Pack. Krabi. Ein Krabi. Das gibt's hier? Krass. Der wäre ja fast eine Überlegung wert. Naja, ich habe aber einen anderen im Auge. Ja, Kirby's Fun Pack kam aber erst sau spät raus. So ziemlich zum Release des N64 in etwa. Habe ich zumindest grob so im Kopf. Was ist bestverkauftes Kirby-Spiel für Super Nintendo? Hier, Kirby's Dream Curse. Und was ist das? Ein verdammtes Spin-Off, ein Golfspiel. Ja, das war halt schon viel früher da. Es lag die ganze Zeit da zum Kaufen. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Im Kampf brechen sie zwar manchmal ab, wachsen aber schnell wieder nach. Die brechen ab. Hilfe! So, bislang waren wir aber gut erfolgreich, möchte ich meinen, was die Ausbeute an wilden Pokémon angeht für unseren lieben Pokédex. Was macht denn Rocket hier?
Ich fass es nicht. Das ist doch dieser kleine Bengel, der uns ständig dazwischen funkt. Ständig? Mondberg hatten wir und das Haus, in dem eingebrochen wurde. Was ist das? Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn es so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht? Hey! Nicht so schnell! Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen? Das ist unverzeihlich! Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig! Ich übernehme die drei hier drüben! Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Aber ich bin so müde! Überlass ihn mir! Die Antwort gefällt mir! Packen wir es an! Er guckt doch ein bisschen lappenhaft. Cool! Was ist das denn? Das ist neu! Das gab's so noch nicht in Rot, Grün, Blau, Gelb, Feuerrot oder Blattgrün. Dass an dieser Stelle Rocktrüpel einen auf einen warten, bis Ärger gibt. Und eine Person namens Lorelei sich einmischt und meine Pokémon sind geheilt? Wovon? Hä? Das Pokémon Center kommt doch da erst. Whatever. Er hat auch nur ein Radikal! Es handelt sich um Lorelei. Aber für die zwei Leute, die noch nicht wissen, was es mit der Story auf sich hat, möchte ich zunächst verschweigen, weil das Spiel verschweigt es auch bislang. Welche Rolle sie spielt im Pokémon-Universum. Cool! Superzahn halbiert die für noch verbleibenden KP. Hat er mich aber auch in eine Situation gebracht, wo er mich gleich aus den Socken hauen könnte. Wer zieht zuerst? Knirscher, bereit. Sorry, Clotaxo! Wer darf's machen? Traumato, niedrigsten Level. Let's go, Traumato! Dille, dille, dille. Verzeiht, dass ich heute ein bisschen crazy drauf bin und auch ein bisschen viel nuschel und ja, ich bin manchmal komisch. Manchmal bin ich müde. Oder manchmal bin ich einfach nur komisch. Okay, ich geb's zu. So, und Kokuna macht jetzt noch die Evolution. Wie bringen wir das nur dem Boss bei? Bin gespannt, was jetzt weiter passiert. Abgesehen davon. Aber unserem Pokédex tut's gut. Hätte ich definitiv schöner angehen können, direkt alles sammeln, aber hier begrüßen wir Bibor. Ja. Es verfügt über insgesamt 3 Giftstachel, 2 an den Armen und einen am Hinterleib, in denen es seine Gegner wiederholt angreift. Fein. Duo-Nadel. Besser als Härtner, aber es kann immer noch Härtner. Du bist doch nur ein Kind, wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Top 4. Oh, in dem Fall, Rückzug! Ihr habt doch eh schon verloren, WTF. In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe. Du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Davon gehe ich fest aus. Ich brauche jetzt keine Worte mehr verlieren über die Leute, die, ich sag mal, jede Frau und jeden weiblichen NPC sexualisieren. Ich meine, die war zugeknüpft bis oben hin, ja. Ja, die hat in vielen Artworks früher auch ziemlich große Brüste gehabt. Aber das gehört nun mal zum weiblichen Körper dazu, ohne es sexualisieren zu müssen. Ich meine nun mal. Ja, aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu wenig
Weep. Freunde, das wäre es dann für heute gewesen. Haben wir mit Lorelei doch immer noch ein interessantes Thema. Titelthema quasi. Nice. Im nächsten Part dann der Felstunnel. Und den Pokédex haben wir schön voll gemacht. Bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!